Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch, Part Nummer 54, wo wir das letzte Mal ja weiter uns in der Schule umgeschaut haben und haben vom Pistolero hier eine schöne Klavierstunde dargebracht bekommen, ja, sag ich mal. Und Fred ist jetzt auch zufrieden und ist direkt weiter hoch aufs Dach. Und wir müssen aber noch Katie finden, was unser heutiges Ziel sein wird, denke ich mal. Denke sogar mit voller Sicherheit, würde ich mal sagen. Und ja, gehen wir einfach mal dahin, gell? Würde ich mal sagen. Da kommt man nicht rein. Ja, es gibt, ist ja, also muss ich schon sagen, die Schule ist schon recht linear, wenn man so will. Ich gehe erstmal hier lang, weil ich hier noch gar nicht war. Der Pfeil zeigt auf jeden Fall links hoch zur. Guck, wir sind hier durch die Tische gestellt. Helfershelfer Spezial, okay. Komm, Tür aufmachen, weil ich gerne offene Türen habe. Die werden vermutlich eh alle wieder zu sein, wenn ich dann später wieder irgendwie zurückgehe oder so. Ich werde es dann garantiert sehen. Dann hätte ich mir das Türen öffnen gespart, gell? War nicht hier, Katie? So vom Gedanken her. Wir kämpfen einfach mal gegen ihn hier, weil ich wissen will, was er gerne essen möchte. So, ich probiere einfach erstmal wieder Pflaumenreisball. Das ist neutral, okay. Dadurch, dass sie jetzt alle Feuer sind, wenn sie natürlich durch Gabriel schnell besiegt, aber ich kann ja auch einfach mal so rumdrehen. Dann macht halt unser Stimuleo mal ein bisschen Schaden. Und dann probiere ich nochmal die Milch aus. Ist auch neutral, okay. Hey, merkt der Veteran, ja? Achtung, mal hier. Alter, wie viele Ringe da drin waren. Einfach mal übertrieben. Lass mal überlegen. So, wir hatten jetzt die Milch. Ich denke mal, Milch und die Kaffeemilch können auch alle zusammen. Zum Beispiel super frische Milch. Und dann gibt es noch die Yo-Cola und sowas, gell? Weil die sind, glaube ich, auch noch mit dabei, würde ich mal sagen. Auch neutral, okay. Na. Haben wir den Angriff gebufft. So, also man merkt schon den Schaden. Der macht einfach mal 100 gebufft. Ist schon krass. Also Stimuleo, der gefällt mir. So langsam kann ich auch, glaube ich, nach oben, nach vorne schicken, weil er, wobei, ja, so Level 20 sollte er vielleicht schon so ein bisschen erreichen, gell? Vom Gedanken her. Ganzen Ringe. Eieiei. Echt übertrieben, muss ich schon sagen. So, da dürfen wir eh nicht rein, gell? Genau. Und hier ist, glaube ich, auch wieder nichts Besonderes, außer dass hier, ja, wieder Türen sind, die man öffnen kann, gell? Okay. Duppidupidu. Ach, hier, nee, im Prinzip, wir müssen ja runter, gell? Wir müssen ja zum Klo, gell? Wir müssen ja zur Toilette. Oh, ist das der Chemieraum? Nee, das ist ein Krankenzimmer oder sowas. Bittere Medizin. Krankenstation, besser gesagt, gell? Völlig neutral. So, gehen wir erstmal zu unserem Aokai hier, gell? Weil ich denke mal, wenn der hier davor ist, kann es vielleicht sein, dass da drin ein Bosskampf vielleicht beginnt oder so, gell? Ich würde mir gerne Yokai wechseln. Und zwar würde ich den, ihn hier wieder rauswerfen. So, wechseln. Nur mit wem ist halt die Frage, gell? War ja auch mehr ein Heiler, gell, in dem Sinne. Ihn müsste ich leveln. Er ist halt ein A-Rang, deswegen. Den habe ich ja drin mit seinem A-Rang. Ganzen C- und D-Rang. Hier, der Brocken wäre auch ein... Ne, hier. Federhaus. Was hat eigentlich Federhaus nochmal für Fähigkeiten?
Behindert Gegner mit einer unheilvollen Ballade. Ist auf jeden Fall eine Attacke, wo vermutlich mehrere trifft. Das wurde der Gedanke. Könnte man mal ausprobieren, oder? Ich meine, warum nicht? Er ist zwar noch Stufe 10, aber... Heißt, es ist auf jeden Fall ein Trödler, gell? Wird nicht so oft angreifen, gell? Ja, sowas sollte man eigentlich mal vorher überlegen, was man mit in die Party nimmt, gell? So von der Gedanken her. Ich bin halt fokussiert auf die Ränge. Das ist das Problem, was ich halt hab, gell? Eigentlich sollte ich auch einfach mal hier auf B-Rang oder sowas gehen, gell? Der ist noch Stufe 1. Habe ich eigentlich schon gelesen? Ich glaube nicht, gell? Mampfa, Aufzehren, Völlerei, heilt durch die Kraft der Schlemmerei Freunde mit Reisbällchen. Ah, stimmt, das haben wir ja gesehen, als er es selber eingesetzt hat. Und Hungern. Sein Essen macht den Gegner nicht mehr satt und seine Stärke sinkt. Ist auch gemein. Oder ich tue sie so eine Weile rein, gell? Unsere Waldfee. Komm, machen wir einfach. Die ist ja auch schon Stufe 26. So, muss man natürlich noch gucken. Sie ist Feuerelement, gell? Ausrüstung. Ob da ein Ring Sinn macht? Aber sie ist mehr physisch als Geist. Aber sie wird mehr Geist angreifen, gell? So von den Werten her, wenn ich es richtig verstanden habe. Übrigens habe ich gerade gesehen, wir haben noch einen weiteren Ring bekommen. Und zwar hier einen Eisring. Aber die sind halt alle dasselbe, nur das halt was anderes. Ist okay. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt halt besser in, auf Angriff aufgestuft wäre, in so vom Gedanken her. Wir probieren es einfach aus, gell? Bleibt einfach mal auf Angriff. Weil gerade ihr Prisma-Schirm ist ja auch wohl eine Attacke, die ein bisschen krasser ist als die von, so, von Chibanyan. Wobei, apropos, gell, ich sehe es gerade. Wir hatten Chibanyan raus für... Ja, ich sehe es gerade. Wir hatten Chibanyan raus für ihn, damit wir sozusagen dann immer hin und her wechseln, gell. Dann möchte ich nochmal ganz kurz vergleichen. Also, ich muss ja hier wechseln. Na. Geht ja nur so. Mal ganz kurz den Vergleich haben. Also 22, 7, also 2, ne, hier 5 mal, 10 mal 5 und dann nochmal den Ulti-Seelschlag. Und wenn ich jetzt hier auf die Banja gehe, das bestimmt ganz unten ist, gell? Sortieren nach, aber man kann auch nach Level und so sortieren, gell? Macht vielleicht mehr Sinn. Hier die Banja, genau. 20 mal 5, gell? 25 mal 2 kommt ja ungefähr aufs selbe raus, gell? Aber es ist halt, 22 mal 7 ist halt schon ein bisschen krasser, gell, in dem Sinne. Aber ich werde es halt sehen, weil, wie gesagt, Mürrisch ist ja gleich eher das Physische und das mit dem, Logisch ist, glaube ich, doch eher, geistig. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sanft ist ja Heilung, gell? Und der setzt halt auch mehr Magie ein, deswegen ist er logisch. Müsste mal gucken, dass man das vielleicht dann ändert, gell? Aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. So, was wir auf jeden Fall noch machen können, ist speichern. Das würde Sinn machen. Sogar sehr, weil ich seit dem Anfang... Upsala. Ich verdrück mich gerade. Furchtbar. Seit ich hier drin bin, noch nicht gespeichern konnte, was ja Sinn macht. Ist hier ein Dungeon. So, wie gesagt, wir werden es merken. Vielleicht tausche ich auch gar nicht, gell? Okay, ja, okay. Wenn Wisper schon so reagiert, dann wird garantiert ein Boss vorkommen. Ich spüre eine extrem starke Aura von hier drinnen ausgehen. Bist du bereit? Natürlich, ich habe gerade gespeichert. Ja. Katie ist der Yokai. Katie! Lass uns spielen! Diese Stimme schon wieder. Hihihihi, Zeit zum Spielen! Oh Gott. Eine Spinne? Okay. Mit Totenkopf auf dem Hinterleib hier. Zeit zum Spielen. Da kommt der Undead. Eine Spinne? Okay. Fastaran Tutor? Okay. Okay. Ja. Dann mal los, würde ich sagen. Und sie hängt an der Decke. Lass mich warten. Wo ist es mit sein? Dass wir vielleicht die Arme abschießen müssen? Dass sie runterfällt? Ja, okay, alles klar. Dann setzen wir erstmal direkt Ulti-Seel ein, dass wir alles treffen, gell?
Doch, ja. Ich schätze mal, das Gesicht ist der ist eigentlich Schwachpunkt, würde ich mal sagen. Ach, da kommt jetzt schon. Na gut, warum auch nicht, ja. Vielleicht nochmal. Oder ist, sie hat vielleicht ihren Schwachpunkt auf dem Bauch. Das kann natürlich auch sein. Dass man sozusagen sie sowieso runterwerfen muss. Das kann natürlich auch sein. Weil bisher treffen wir ja nur die Hände, sehe ich gerade. Okay, die eine Hand ist schon kaputt, oder was? Oh ja, das ist auch sehr krass. Okay, kann man das auch ausweichen, indem man tauscht? Wäre natürlich interessant zu wissen. Na. Jetzt sag schon! Ich sollte vielleicht mal was anderes fokussieren, gell? So. Und gereinigt. Ja, die Blitze sind schon so Sache. Ich muss mal gucken, ob ich bei den Blitzen einfach mal mich bewege in dem Sinne, dass ich vielleicht so ausweichen könnte. Oh! Das ist ja gemein, okay. Erstmal alle gedebufft hier. Aber war ja klar, dass die Gegner ein bisschen schwerer werden, vor allem wenn man halt mal Yokai dabei hat, die momentan nicht so hoch gelevelt sind, ja. So, Achtung. Nein, ich wollte gerade. Aber ich denke mal, wenn getroffen, dann getroffen, ja. Denke ich schon. Die Trödel war sich aber heilt, gell? Sehr schön. Jetzt ist runtergefallen, alles klar. Und jetzt gibt es halt Fokus auf den Bauch. Okay. Okay, also sehr offensichtlicher Gegner, wie man ihn besiegen muss, gell? So, Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass es ein bisschen dauern wird, ja. So. Sie hat gerade Feuer eingesetzt. Okay, sie ist sehr schwach gegen Feuer. Alles klar. Aber trotzdem zwischendurch mal AOE auf alles, gell? Weil es ist immer irgendwie am besten. Aber wenn es halt nicht so viel Schaden macht. Wobei doch eigentlich schon, gell? Na, nicht so. Ich soll natürlich nicht vergessen, dass ich auch selber Items einsetzen kann, gell? Zwischendurch mal. Ja, also sie würde schon von alleine ausweichen. Aber ist dann Elektro gut gegen ist dann Feuer gut gegen Elektro? Irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. So, Knuffi-Wuffi. Na, der Boss wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, das merke ich. Also sieht momentan nicht so danach aus, dass ich jetzt verlieren würde in dem Sinn, das will ich damit sagen. Aber hat auf jeden Fall schon ein bisschen was drauf, sage ich mal. Vor allem, wenn ich halt jetzt wirklich mit dem Schlag vielleicht irgendwie ein Fünftel abziehe oder so, oder? Bäh, keine Lust. Wild wird gerade keine Lust. Ja, die Spinne ist auch hässlich, gell? Kann man sagen, was man will. Das ist so eine Großmutter-Oma, Großmutter-Spinne. Nein, nicht so.
Das ist auch übrigens das, was mir so ein bisschen besser gefällt als bei Pokémon, weil bei hier tut man wirklich aktiv halt, versuchen immer wieder die Debuffs wegzumachen und sowas. Und ja. Oder war das nur ein Crit beim letzten Mal mit dem Feuer? Ich weiß es halt gerade nicht. Lodern? Ne, doch, doch, das ist sehr effektiv. Auch wenn sie leider nicht so stark ist, was es angeht, ja. Weil ich ja... Sie müsste halt wirklich auf Magie sein, gell? Aber sie ist ja eigentlich eher physisch. Gucken wir doch mal, wie viel Schaden das hier machen würde. Jetzt ist wieder oben. Krass. Ja, okay, man merkt schon. Das wird auf jeden Fall lange dauern, der Kampf. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie was bringt, große fokussieren auf die Beine, weil die bleiben ja irgendwie geschädigt, bis er wieder runterfällt. Oh. Das ist natürlich die Nachteil. Das müsste ich jetzt eigentlich hier mit Blumen halt abwehren, ja. Eieieiei, okay, das war viel Schaden. Das war viel Schaden. So, ich muss gerade überlegen. Cola. So. Ich meine, die Strategie zu kennen, wie man einen Gegner besiegt, ist eine Sache, aber ich habe halt nicht unbedingt jetzt die perfekte Strategie, was mein eigenes Team angeht. Das ist sozusagen, sage, okay, ich mache jetzt die ganze Zeit die kleinen Schäden auf die Arme und dann haue ich halt voll durch, sage ich mal. Aber vielleicht muss ich das genauso machen, dass ich halt wirklich gemütlich auf die Arme losgehe und dann erst die ganzen Ultis raushaue. Das würde ich, glaube ich, eher anbieten. Mein GP macht ja allein auch schon neutralen 70 Schaden an den Armen. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Und wenn, ja, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, Waldschild zu leveln, gell, dann hätte ich auch die Nutzung, Sachen nutzen können, weil Schaden ist da auf jeden Fall. So. Er setzt der Blitz ein. Das ist so ein Nahkampf einsetzen. So, sehr schön. Sag ich ja, Nahkampf. Einfach mal 92 Schaden. Das ist auch ein guter Schlag eben. Über 100 Damage hier. Nein, ich werde die Attacke. Ich meine, am Ende kriegt man da garantiert viele Erfahrungspunkte, was das angeht, aber... Ja, man will halt nicht gedebufft sein, gell. So. Da haut noch einmal das Ärmchen da oben weg. Na, und da ist gerade der Buff wieder verschwunden von ihm, gell? Okay, alles klar. Na, muss halt echt sagen, auch sie, da hat es mir gefallen, alles klar. So, draufhauen. Sehr schön. Alles klar.
Und dann er noch einmal, sofern es zeitlich klappt. Halbe HP haben wir gerade mal. Krass. Okay, komm, treff auch. Ja. Sehr schön. Das war ein guter Schlag. Also hier oben, okay, kann ich abbrechen. Oder wobei, komm, setz einfach ein, damit die Arme schneller kaputt sind, gell? Na. Ja, dann werde ich wohl so einen Cut machen, aber halt heute mal eine längere Folge, gell? Weil den Boss würde ich halt schon ganz gerne komplett in einem Video haben, würde ich mal sagen. Aber wenn die Folge vielleicht 40 Minuten lang wird, gell? So, solange ich erstmal überhaupt die Möglichkeit zu habe, weil ständig den Debuff weg zu hauen hier, gell, ist auch so eine Sache. Oh wow. Na, wo ist die Mitte? Da. Jetzt kommt es aber ab mit ihren Debuffs, ja. Wobei Verletzung ist eher ist ein Ulti, ja. Na, ein KG-Brill kriegt ja richtig viel Schaden, gell? Darf man echt nicht vergessen. Okay, also wenn sie ihre Ulti als einsetzt, sollte ich Gabriel nicht vorne stehen haben. Weil das kommt echt nicht gut. So. Die einzelnen Arme haben auch ganz schön viel HP, muss man sagen. Also die sind ja jetzt bestimmt schon wieder locker 200 Schaden getroffen worden, wenn man so will. So, Achtung. Wieder Debuff. Ich muss nur gucken, dass ich halt die Zeit nicht aus den Augen verliere, weil wie gesagt, nach 30 Minuten wird halt gestoppt. Ich komme dann, ja. Da-di-da-di-da-dam. So, noch einmal würde ich dann ein bisschen unterhauen und dann geht's los, würde ich mal sagen. Also dann tue ich dann kurz einen kurzen Cut machen, gell? Kann man eigentlich vielleicht auch das Gesicht angreifen? Nee, gell? Das Gesicht geht selber nicht. Das ist halt nur die Arme, wirklich. Okay. Nur so halt, falls die Chance besteht, gell? In dem Sinne. So, sehr schön. Und noch einmal. Dieser Heal-Bonus hier. So, jetzt kann man seinen Ulti-Fehler einsetzen hier, dass er die Leute bufft, ja. Wenn es dann wieder nach oben geht, dann mache ich kurz einen Cut. Na, no, vielleicht kriege ich hier noch durch. Ah, verdammt. Aber gut, zumindest gebufft auf die Arme schlagen, gell? Okay. Machen wir ganz kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wieder da. So. Ich habe übrigens die Zwischenzeit genutzt, was zu essen. Einfach so. Aber wenn ihr das natürlich nicht mitbekommt. So. Ist auf jeden Fall auch ein kleiner Vorteil, wenn man sich gewöhnt daran, dass wenn man eine längere Folge hat, dass man halt dann auch sagen kann, man muss sich nicht stressen, das möglichst schnell zu schaffen. Ja. So, jetzt gibt mal unserem Pyroleo mal wieder eine Soda, eine Cola, habe ich gesagt.
muss wirklich mal so auf Einkaufstour gehen. Du musst so richtig so krasse Sachen kaufen, dass man auch wirklich Sachen schnell vollfüllt und Co. Gell? Wobei ich sollte, glaube ich, eher doch Gabriel vorne haben, weil er ja. Eigentlich ist Gabriel unser Damage-Dealer hier, wenn man so will. Weil die Wasserattacken sind einfach krass bei ihm, aber der hat ja auch extra einen Ring dafür an. So. Und meistens hat er ja bis zu dem Punkt hat er ja eigentlich seinen. Ja. Sehr schön. Sein Ulti ist ja wieder voll, das wollte ich damit sagen. Ich meine, immerhin greift sie auch mit Nahkampf an, gell? Weil das wäre sonst ein bisschen. Wäre schon ein bisschen traurig, wenn man sie halt auf physische hat, gell? Und dann trotzdem vermehrt nur auf Magie geht, auch wenn sie natürlich auch logisch ist. Aber es würde halt gerade, weil sie auf physischen Damage geht, macht das schon mehr Sinn, sie auf Myrisch oder so zu trimmen, gell? Muss man gucken. Alles klar. Ja gut, wird eh nur das eine Angriff gar nicht anzupinnen. Dann komm, haut sie runter. Ja und gar nicht, ne? Sie warten dann, bis die Attacke kommt. Na super. So, aber zum Glück kann man dann die Möglichkeit hier. Achso, das lohnt sich dann auch der nicht wieder Heal in dem Sinne, gell? Da kommst du über Leo, greif an. Ja, die einzelnen Arme, die brauchen schon so, ja, mindestens 200 Damage, bis sie runterfallen. So. Fallen auch voll. Sieht schon ein bisschen eklig aus, der Bauch, gell? Ist zwar nur eine Textur, aber sieht dann aus, als wäre da irgendwie so der Bauch offen, gell? So, alles klar. Da kommt der Schaden her, sehr schön. Na komm, vielleicht reicht es ja noch einmal. Ich denke mal, die geht noch einmal nach oben. Garantiert. Oder? Na? Noch ein bisschen? Ja, okay, das war klar. Das war klar. Aber gut, sollte eigentlich gleich gewesen sein. Deshalb, wenn man natürlich overpowered ist, dann klar, dann würde man die vielleicht zwei, dreimal runterwerfen, dann wäre das schon erledigt in dem Sinne, gell? So, ist ja auch egal, ob ich das Ulti-Saver einsetzt oder nicht, weil jetzt, wenn sie jetzt nochmal runterfällt, ist er down. Das ist ja der ganze Witz dabei. Ja, wieder daneben. Ha, wir haben zwar das eine Item, womit man halt immer trifft, aber das ist natürlich auch so eine Sache für sich, wenn man halt dann generell dann nur die Hälfte an Schaden macht, gell? So, jetzt gehen wir wieder so rum hier. Bäh. Will nicht. Keine Lust. Ich ist mal Lust, wenn man halt guckt, was die so machen, so drin, gell? Ja, wer kannst du diese hässliche Spiele überhaupt angucken? Nee, nicht das. So. Na, ich glaube, ich habe es gerade irgendwie geschafft. Wobei, ich glaube, er ist doch getroffen worden, oder? Jetzt ging er an Pyroleo und der hat Schaden hier bekommen. So, alles klar, danke schon. Nein, nicht unseren Healer. So, gleich nochmal hier. Bei so einem Gegner sind halt auch die Attacken wirklich absolut perfekt. So. Ich gehe erst davon aus, dass viele Bosse nicht unbedingt jetzt super schwierig sind, sondern einfach, dass sie durch ihre Art und Weise, wie man sie bekämpfen muss, dass sie einfach länger dauern. So der Gedanke. So. Und gerade bei dem ist man halt häufig dabei, einfach die
den Debuff hier wegzumachen. War aber noch kein Lucky dabei, witzigerweise, gell? So. Komm auch noch drauf, noch ein Ding hier da oben. Vielleicht auch gerne noch einmal Pyroleo, damit er auch seine Attacke boostet hier. Warum auch nicht? So, draufhauen. Physisch, nicht magisch. Ach ja. Ja. Wenn der Stimuleo da irgendwann mal eine gewisse Stärke erreicht hat, dann ja. Ja, die anderen dürfen jetzt draufhauen, gell? Komm, Gabriel, noch einmal drauf. Na macht denn, sag mal, jetzt hau auch drauf hier. Weil es einfach daneben geschlagen. So, sehr schön. Alles klar. Jetzt hat es wirklich gedauert. Aber so darf es auch mal sein, wenn man halt generell nicht unbedingt jetzt die absoluten Überteam hat, sage ich mal, gell? Also so vom Damage her. So, erstmal 1 Milliarde Erfahrungspunkte kriegen, gell? Also wir haben 2500 bekommen durch den Boss und dann nochmal bis zu 4200 allein nur durch die ganzen Extra-Erfahrungssachen. Und ein Ring des Blitzes haben wir bekommen. Oh. Oh. Okay, Gabriel verändert sich. Möchtest du, dass er sich weiterentwickelt? Ja. Ui. Mit Schwert in der Hand, okay. Und dann kam Norma-Kappa, okay. Vor allem die Frisur. Voll episch. Aber cool. Wirklich cool. Natürlich, das bleibt unser Gabriel hier, gell? Muss man immer extra, glaube ich, nochmal umbenennen. Gabriel, genau. Gabriel. Nicht falsch schreiben, gell? Das wär ja doof. Da ist er. Oh, da steht unten gerade Gabriel, den Spitznamen Gabriel geben. Ja, ich weiß halt nicht, ob das ging oder nicht. Deswegen ist es sowas ja, gell? Bei der Entwicklung bleibt der Name, sozusagen. Alles klar. Dann müsste jetzt aber auch neue Attacken haben und so, gell? Muss ich dann gleich schon mal gucken. Je nachdem, wie das jetzt hier noch weitergeht. Spin ist erledigt. Die Tarantonator, oder wie sie nochmal hieß, gell? Puh, also das war echt knapp. Vor allem hat es echt extrem lang gedauert. Dieser Yokai war. Was war das für einer? Erstmal sein Buch da rausholen, weil er selber keine Ahnung hat. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich kann nicht mal Informationen zu ihm finden. Möglicherweise war es ein Yokai aus dem Ausland. Okay. Vielleicht hat er Katie hergebracht, weil er sich einsam gefühlt hat. Du meinst, er wollte nur einen Freund? Vor allem, sie merkt jetzt bestimmt, dass sie auf dem jungen Klo ist, gell? Oder? Hä, wo bin ich hier? Das Klo, wie bin ich denn hierher gekommen? Katie, Annette, ich weiß noch, eine komische Stimme hat mich gerufen. Ich frage mich, ob das die Stimme war, von der Bär gesprochen hat. Das muss sie gewesen sein. Wo ist Bär und Freddy hin? Ja, wo sind sie hin? Sie warten oben auf dem Dach auf uns. Komm schon. Worauf du dich verlassen kannst. Bist einfach ignoriert. Also diese vielen mir unbekannten Yokai machen mir langsam Sorgen. Etwas Großes steht bevor. Alles klar, erstmal speichern hier. So, einmal speichern. Ist immer wichtig, gell, da Boss? Und dann gucke ich schon mal ganz kurz, was jetzt Kappa für besondere Fähigkeiten drauf hat, gell? Weil es interessiert noch und dann wird der Part beendet, weil ist schon lang genug, gell? Sieht halt wirklich cool aus hier, gell? Ja, der hat schon was hier. Sorglos und logisch. Durchdringen verursacht immer Elementschaden. Ach, er macht immer Wasserschaden durch seine Waffe, okay. Interessant, interessant. Also auch physischen Wasserschaden. Das ist natürlich, ja, das ist nicht schlecht.
Doppelschnitt 18 mal 2, ganz okay. Wasserfall 80, okay, das ist auf jeden Fall gut. Dann Wellenschneider überträgt seinen Geist auf sein Wasserschwert und markiert damit. Ei, ei. Ich hoffe mal, dass es auch wieder für alle Treffer ist, aber das werden wir dann merken, gell? Und Flutenergie erhöht die Konzentration eines Freundes und stärkt seinen Geist. Alles klar, okay, ja, ja. Lass ich mich mitleben. Und er soll ja auch Rang A jetzt sein, gell? In dem Sinne wurde mir gesagt. Sieht man hier genau, Rang A. Da ist er sowieso schon vor oben, gell? Er ist auf jeden Fall sehr schnell, merke ich auch, gell? So, alles klar, ja. Der bleibt auf jeden Fall im Team drin, gell? Und dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dafür fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yo-Kai Watch sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und noch nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch, Freitag und Samstag auf Twitch streame, falls ihr da Zeit und Lust habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.